Ja, einen schönen Nachmittag. Mein Name ist Ulrike Diebold und ich heiße Sie als Vizepräsidentin der Österreichischen Akademie der Wissenschaften und auch als Physikerin ganz, ganz herzlich willkommen zu dieser Veranstaltung, die anlässlich des Internationalen Tag der Frauen am 8. März stattfindet, der weltweit auf die Frauenrechte und die Gleichstellung der Geschlechter aufmerksam machen soll. An diesem Tag feiern wir die bisherigen Errungenschaften der Frauenrechtsbewegung und gleichzeitig wollen wir auch aufmerksam machen auf die immer noch bestehende Diskriminierung und Ungleichheiten. Auch in der Wissenschaft natürlich. Ja, okay. Auch in der Wissenschaft. Also ein Blick auf die Weltkarte zeigt ja, dass die Gleichstellung in den Wissenschaften global sehr unterschiedlich sich entwickelt hat. Ich will da jetzt nicht auf die einzelnen Daten eingehen, aber vielleicht wichtig, dass in den meisten Ländern der Europäischen Union Frauen in der Forschung nach wie vor unterrepräsentiert sind, obwohl Frauen in Europa mittlerweile häufiger über einen Hochschul- oder Universitätsabschluss verfügen als Männer. Auch Frauen im Bereich Forschung und Entwicklung in Österreich sind weiterhin deutlich unterrepräsentiert. Der Anteil 2020 erreichte nur 23,8% und war der zweitniedrigste Wert in der EU. Deutschland hat den traurigen Rekord aus irgendeinem Grund. Um Veränderungen zu bewirken, muss man, und davon bin ich ganz fest überzeugt, Diversität ernst nehmen. Eine Vielfalt sorgt in der Forschung dafür, dass neue Ideen und neue Perspektiven entstehen und sie fördern die Kreativität von Gruppen und bringen neue Sichtweisen auf Forschungsfragen. Und Geschlechtergleichstellung ist eine sehr wesentliche Komponente, nicht die einzige, aber eine sehr, sehr wesentliche Komponente dieser Vielfalt. Wenn man den Frauenanteil in der Wissenschaft erhöhen will, um das kreative Forschungspotenzial von hervorragend ausgebildeten Frauen entsprechend zu nutzen, dann braucht es einen klaren Willen auf der Führungsebene und strukturelle Strategien. Es braucht ein ermutigendes Umfeld und Maßnahmen zur besseren Vereinbarkeit von Wissenschaft und Betreuungspflichten. Das sind auch sehr zentrale Anliegen. Und ganz wichtig ist es auch, Talente frühzeitig zu erkennen und ihnen langfristige Karriereperspektiven zu bieten, um dem verfrühten Ausstieg von Frauen aus wissenschaftlichen Karrieren entgegenzusteuern. Auch die ÖAW setzt sich sehr intensiv mit diesem Thema auseinander und hat Formate und Initiativen ins Leben gerufen, die gezielt Frauen fördern und damit zur Chancengleichheit beitragen sollen. Meine Kollegin Christiane Wendehorst, Kollegin im Präsidium, wird vielleicht zum Schluss ganz kurz auf die konkreten Maßnahmen eingehen, die die ÖAW gesetzt hat. Ich will mich kurz halten, aber bevor ich das Wort an die Organisatorinnen übergeben, will ich noch einige Worte über die Namensgeberin unserer heutigen Lecture sagen, von Bertha Karlik. Es wird ja dann später noch ausführlicher auf sie eingegangen. Ihre wissenschaftliche Laufbahn war von zahlreichen Pionierleistungen gekennzeichnet. Zur Zeit von Bertha Karlik war es für Frauen absolut unüblich, auf Universitäten zu studieren. Aber sie studierte Mathematik und Physik und schloss beide Studien mit Auszeichnung ab. Und damit war sie eindeutig eine Vorläuferin im MINT-Bereich. Auch sonst brach Bertha Karlik männliche Bastionen in Wissenschaft und Forschung. So hat sie gemeinsam mit Traude Bernhardt drei Isotope des Elements mit Ordnungszahl 85 Astat in den natürlichen radioaktiven Zerfallsreihen entdeckt. Und Kollege Walter Kutschera wird im Anschluss über Bertha Karliks Tätigkeit am Institut für Radiumforschung berichten. Sie hat zahlreiche Ehrungen bekommen. Das Wichtigste ist vielleicht, dass sie 1956 als erste Frau auf eine ordentliche Professur an der Universität Wien berufen wurde und im Zusammenhang mit der ÖAW 1973 als erste Frau überhaupt zum wirklichen Mitglied der ÖAW gewählt wurde. Zu ihrem Andenken, sie hat auch zahlreiche weitere Auszeichnungen und Ehrungen erhalten. Sehr schön ist, dass zu ihrem Andenken die Universität Wien im Jahr 2011 mit dem Bertha Karlik-Programm drei Professorstellen zur Förderung von exzellenten Wissenschaften geschaffen hat.
Also Beate Kalik ist zweifellos auch heute noch ein Vorbild für junge und auch für etwas ältere Wissenschaftlerinnen. Ich darf nun an zwei ebensolche Mitglieder der Jungen Akademie und gleichsam die Organisatorin des heutigen Abends das Mikrofon übergeben. Ich will sie noch ganz kurz vorstellen. Wir haben Herr Katharina Wittlack, sie ist Assistenzprofessorin für anglophone Kulturwissenschaften am Institut für Anglistik und Amerikanistik der Universität Wien. Ihre Forschungsschwerpunkte liegen im Bereich der amerikanischen Literatur- und Kulturwissenschaften, amerikanisch-russische Beziehungen, queere und feministische Theorie, Populärkultur sowie den postsozialen, dekolonialen und Disability-Studien. Und meine Physikkollegin Brigitta Schulze-Bernhardt ist Professorin für Experimentalphysik an der TU Graz. Ihre Expertise umfasst den Bereich Dualkammspektroskopie, UV-Frequenzkammerzeugung und seitdem aufgelöste Laserspektroskopie. Also wir haben hier die ganze Bandbreite von exzellenten Wissenschaftlerinnen. Und auch dazwischen Kolleginnen, die aus ihrer wissenschaftlichen Tätigkeit und ihrer Laufbahn berichten wollen. Ich freue mich schon sehr auf die Statements und ich wünsche Ihnen und uns allen eine spannende und interessante Veranstaltung. Danke. Vielen lieben Dank an Vizepräsidentin Diebold für die sehr nette Begrüßung. Herzlich willkommen auch im Namen der Jungen Akademie. Und ich muss mich jetzt gar nicht mehr vorstellen, auch nicht mehr meine Kommilitonin der Jungen Akademie, Katharina Wittlack, mit der ich zusammen heute durch den Abend führen werde. Bevor ich ein bisschen zu dem Hintergrund sprechen werde der heutigen Veranstaltung und auch zu unserem Ziel unseres Zusammenkommens, möchte ich wenigstens kurz vorstellen, wen Sie hier vorne auf dem Podium noch zusätzlich zu uns beiden sehen. Uns ist es gelungen, vier weibliche ÖAW-Mitglieder zu gewinnen, uns einen Einblick in ihre Forschung zu geben. Und da sehen Sie neben Katharina Wittlack Patricia Giampieri Deutsch, Andrea Bata, Nina Miernik und Ivona Brandic. Wir werden gleich die Gelegenheit bekommen, über ihre Forschung mehr zu erfahren. Wie schon kurz erwähnt, ist es jetzt dieses Jahr, hat die Junge Akademie die Gelegenheit gehabt, anlässlich des Weltfrauentags heute hier einzuladen und ein Programm zusammenzustellen. Es war eigentlich 2018 das erste Mal, dass Brigitte Matzul, die ich hiermit auch sehr herzlich begrüßen möchte, zum ersten Mal unterstützt von einer Frauengruppe der ÖAW, des sogenannten Frauenexekutivkomitees, eine Veranstaltung organisiert hat, die darauf abgezielt hat, eben die Forschung weiblicher ÖAW-Mitglieder zu präsentieren und darauf aufmerksam zu machen. Und seitdem ist es so, dass es tatsächlich jährlich stattfindet und im Rahmen der Reihe Achtung auf Frauen mit dem Wortspiel zum 8. März war es eben so, dass wir hier an der ÖAW, manchmal pandemiebedingt online, die Forschung von weiblichen ÖAW-Mitgliedern etwas mehr Aufmerksamkeit widmen konnten. Und dieses Jahr, wie gerade schon erwähnt, haben wir noch zusätzlich die Gelegenheit, etwas Besonderes zu feiern. Genau vor 50 Jahren wurde das erste weibliche Mitglied in die ÖAW gewählt, und Berta Kalik. Und auf Anregung des Präsidiums feiern wir dies eben mit einem besonderen Titel, die Berta Kalik Lecture. Das freut mich auch als Physikerin, dass wir einen ganz besonderen Beitrag dazu heute haben werden, zu dem wir dann gleich kommen. Was haben wir uns jetzt als Junge Akademie gedacht mit dem heutigen Programm? Was ist uns als Junge Akademie denn heute wichtig? Auch wir möchten sehr gerne heute natürlich die Gelegenheit nutzen, um auf die Forschung weiblicher Mitglieder aufmerksam zu machen. Und zwar nicht nur auf eine
Person, sondern auf mehrere. Und ich freue mich, dass wir hier vier sehr unterschiedliche Forschungsdisziplinen heute hören werden. Und Sie müssen sich das vorstellen, dass es soll ein Forschungseinblick sein. Es soll eine Anregung für Sie sein, herauszufinden, was die vier weiblichen Mitglieder forschen. Wir haben aber noch ein zweites Anliegen. Wir würden gerne auch den Austausch untereinander damit stimulieren. Sie merken schon, eine der wesentlichen oder der naheliegenden Punkte ist natürlich ein interdisziplinärer Austausch. Wir können uns fragen, was können wir voneinander lernen? Wie kann ein interdisziplinärer Austausch unsere Forschung stimulieren? Wir wollen gerne, auch wenn wir, weil wir hier in der ÖAW sind, natürlich auch den Austausch zwischen den beiden Klassen stimulieren, aber dann eben auch über unsere Generationen hinaus, über unser akademisches oder biologisches Alter hinaus austauschen heute. Wir möchten sehr gerne mit Ihnen diskutieren, wie Netzwerken und Mentoring unterstützend für unsere Arbeiten, unsere Forschung sein kann und vielleicht auch einfach bereichernd für unser Leben. Und wir haben auch gerade schon gehört, oft wird in dem Kontext ja von Rollenbildern gesprochen, den sogenannten Role Models. Das ist ein ganz wesentliches Thema. Und für mich persönlich zum Beispiel war gar keine Physikerin jetzt mein Role Model, sondern meine steirische Großmutter war mein Role Model, die Volksschule nicht abschließen durfte, weil sie eben im Wirtshaus daheim helfen musste. Aber später hat sie im Postamt geleitet. Und es gibt eben Anregungen, Unterstützung, die können recht unterschiedlich aussehen und unterschiedlich zu finden sein. Und jeder kann selber schauen, wo sie eine findet. Und wir haben uns also für heute sehr viel vorgenommen. Wir haben Forschungseinblicke, wir wollen uns austauschen. Das werden wir hier anfangen im Festsaal. Aber ich möchte Sie dazu einladen, dann natürlich, die Zeit wird uns nicht reichen, im Anschluss beim Empfang da weiterzumachen, zu diskutieren. Und damit würde ich gerne übergeben an Katharina. Ja, guten Abend. Auch von mir, ich möchte Sie gerne nochmal begrüßen und mich auch nochmal bedanken bei allen unseren präsentierenden Personen heute und auch bei meiner Kollegin, mit der ich das gemeinsam organisiert habe. Ich darf Ihnen jetzt Walter Kutscherer vorstellen, der uns gleich einen Vortrag über Berta Karlik, das erste weibliche Mitglied der Akademie der Wissenschaften, vortragen wird. Walter Kutscherer ist emeritierter Professor für Physik. Seine Karriere führte ihn von Graz über Heidelberg, München, Tokio, Chicago und Jerusalem nach Wien, wo er 1993 Professor am Institut für Isotopenforschung der Universität Wien wurde und dort den Vienna Environmental Research Accelerator aufbaute und bis 2008 leitete. Unter seinen vielen Auszeichnungen sind das große silberne Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich und der Erwin-Schrödinger-Preis für seine herausragenden Leistungen auf dem Gebiet der Kernphysik. Heute wird Dr. Kutscherer, wie ich schon gesagt habe, uns über das Leben und die Leistungen des ersten weiblichen Mitglieds der Akademie der Wissenschaften, Berta Karlik, und das Institut für Radiumforschung in Wien vortragen. Und ich darf nun um den Vortrag bitten. Ja, vielen Dank für die Einführung. Sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich vor allem, wenn ich noch Mitglieder hier sehe, die Berta Karlik noch persönlich kennengelernt haben. Mir selbst war das nicht vergönnt, denn ich kam erst 1993 nach Wien und Berta Karlik ist ja 1990
1990 gestorben. Was Sie hier sehen, ist so eine Collage von den 4 Stationen, die sich über 60 Jahre erstrecken, nicht? Vom Bertha Karlik. Sie war ja vor fast genau 100 Jahren, nämlich 1923, hat Bertha Karlik als 19-Jährige mit dem Studium der Physik und Mathematik begonnen an der Universität Wien. Nachdem sie kurz vorher die Matura am Realgymnasium in der Wenzgasse mit Auszeichnung abgelegt hat. Ihr Interesse an dem jungen Gebiet der Radioaktivität führte sie bald an das Institut für Radiumforschung, im Folgenden kurz Radiuminstitut genannt, wo sie ihre Dissertation 1927 über Untersuchungen zu Szintillationsvorgängen im Zinksulfid abschloss. Diese Untersuchungen waren damals insofern sehr relevant, weil eine Gruppe am Radiuminstitut, die sich um den aus Schweden stammenden Hans Pettersen gebildet hat und Kernreaktionsexperimente an leichten Kernen durchführte, die durch Alphastrahlen von radioaktiven Quellen induziert wurden und deren Reaktionsprodukte, meist Protonen, durch Lichtblitze an Zinksulfidschirmen optisch beobachtet wurden. Eine sehr unsichere Methode im Prinzip. Damit handelt es sich jedenfalls Pettersen eine Kontroverse mit Ernest Rutherford ein, der ähnliche Experimente in Cambridge mit anderen Ergebnissen durchführte. Eine lange Story, die ich natürlich nicht hier beschreiben kann. Nach der Promotion 1928 legte Bertha Karlik auch die Lehramtsprüfung ab, kehrte aber nach einem Probejahr als Lehrerin 1930 wieder unbezahlt, wie das damals war, an das Radiuminstitut zurück. Bevor ich aber jetzt weiter auf die Karriere von Bertha Karlik eingehe, möchte ich kurz daran erinnern, wie es zur Gründung des Radiuminstituts kam. Einige von Ihnen wissen das sicher, andere vielleicht nicht so genau. Nun, es fängt damit an, dass im Jahr 1896 Henri Becquerel in Paris zufällig die Radioaktivität von Uran entdeckte, als er damit eigentlich Untersuchungen der ein Jahr vorher entdeckten Röntgenstrahlung machen wollte. Zu der Zeit, eigentlich schon etwas früher, kam die Polin Marie Chłodowska von Warschau nach Paris, um dort Physik zu studieren. Das war in Polen überhaupt nicht möglich. Nun, nach dem Abschluss der Grundstudien über magnetische Eigenschaften hatte sie dann Pierre Curie kennengelernt, der auf diesem Gebiet als Fachmann galt. Wie es halt geht, entwickelte sich dann bald eine romantische Beziehung zwischen den beiden und schon 1995 heirateten sie. Im Jahr 1997 gebar Marie Curie ihre erste Tochter Eve. Danach wollte sie sich in ihrer Doktorarbeit mit den ein Jahr vorher entdeckten Becquerel-Strahlen des Urans beschäftigen und überredete Pierre Curie, mit ihr weitere Untersuchungen an diesem neuen Phänomen durchzuführen. Gemeinsam entdeckten sie dann 1998 zwei neue Elemente in Uranerzen, nämlich das Polonium und das berühmte Radium. Da sich zu dieser Zeit das größte Vorkommen an Uran in Joachimsthal innerhalb der österreichisch-ungarischen Monarchie befand, entwickelte sich ein interessanter Briefwechsel zwischen Pierre Curie und der Akademie der Wissenschaften in Wien, damals unter der Präsidentschaft des berühmten Geologen Eduard Süß. Das Resultat waren zunächst kostenlose Lieferungen von Uran und später gegen Bezahlung größere Mengen von Uranrückständen aus Joachimsthal nach Paris. Damit konnten die interessanten Untersuchungen der Radioaktivität in Paris weitergeführt werden. Diese Situation wurde von dem wohlhabenden Juristen in Wien, Dr. Karl Kuppelwieser, bemerkt und dieser beschloss 1908 einen Betrag von 500.000 Kronen, etwa 2,5 Millionen Euro, der Akademie der Wissenschaften in Wien zukommen zu lassen, um ein Institut für Radiumforschung zu errichten. Seinen Widmungsbrief beginnt er mit folgenden Worten: Die Besorgnis, dass meine Heimat etwa verabsäumen könnte, sich eines der größten ihm von der Natur überlassenen Schätzen, nämlich des Minerals Uran-Pechblende, wissenschaftlich zu bemächtigen, beschäftigt mich schon seit dem Bekanntwerden der rätselhaften Emanation ihres Produkts, des Radiums. Ich wollte, soweit meine Kräfte reichen, zu verhindern trachten, dass mein Vaterland die Schande treffe, dass es eine ihm gewissermaßen als Privilegium der Natur zugewiesene wissenschaftliche Aufgabe sich habe von anderen entreißen lassen.
Es blieb mir hierzu in unserem etwas schwerfälligen Reiche unter den wirklich schon drängenden Umständen kein anderer Weg, als selbst in die Tasche zu greifen und wenigstens den Pfad zu ebnen versuchen. Das Radiuminstitut wurde dann tatsächlich im Jahr 1910 eröffnet. Mit der Einrichtung des Instituts und der Leitung wurde Stefan Meyer von der Universität Wien beauftragt, der am Physikalischen Institut der Universität schon Erfahrungen mit Untersuchungen von radioaktiven Substanzen gesammelt hatte. Stefan Meyer leitete das Radiuminstitut 28 Jahre lang und hatte über die Jahre besonders gute Verbindungen zu Ernest Rutherford in Cambridge entwickelt und zu vielen anderen Personen. Er war ein ausgesprochen liberal denkender Mensch, was wohl dazu beitrug, dass unter seiner Leitung bis zu 30% der Mitarbeiter am Radiuminstitut aus Frauen bestanden. Diese Einstellung begünstigte sicherlich auch die Karriere von Bertha Karlik. Nun, die ersten Jahre nach der Gründung des Radiuminstituts 1910 waren besonders erfolgreich. Schon 1912, zwei Jahre nach der Eröffnung, entdeckte der erste Assistent von Stefan Meyer, Viktor Hess, durch Messung der Ionisation von Luft bei gewagten Ballonflügen die kosmische Strahlung. Nach anfänglicher Skepsis wurde ihm dafür 1936 der Nobelpreis für Physik verliehen. Fast zur selben Zeit war der ungarische Chemiker George von Hevesy von Rutherford in Cambridge ans Radiuminstitut in Wien gekommen. In Cambridge war es ihm nämlich nicht gelungen, eine Radioaktivität, die beim Zerfall von Uran entstand, chemisch von Blei zu trennen. Ohne zu wissen, dass es sich hier um ein radioaktives Isotop von Blei handelte, entwickelte er zusammen mit Friedrich Panet, einem Mitarbeiter des Radiuminstituts, die sogenannte Indikator- oder Dresden-Methode, das heißt, dass man chemische Prozesse mit Bleiverbindungen durch eine geringe Beimengung des radioaktiven Bleis zu verfolgen konnte. Dafür erhielt er viel später, 1943, den Nobelpreis für Chemie. Das alles fand also am Radiuminstitut statt, bevor Bertha Karlik hier in den 1920er Jahren auftauchte. Entscheidend für die wissenschaftliche Laufbahn von Bertha Karlik war ein Stipendium des Verbandes der Akademikerinnen Österreichs, das ihr 1930-31 einen einjährigen Aufenthalt in England ermöglichte. Dort traf sie die Nobelpreisträger William Bragg in London und Ernest Rutherford in Cambridge. Weiters besuchte Bertha Karlik auch noch die Nobelpreisträgerin Marie Curie in Paris. Nach der Rückkehr nach Wien war sich Bertha Karlik sicher, dass sie eine wissenschaftliche Laufbahn verfolgen wollte und war zunächst weiter als unbezahlte Wissenschaftlerin am Radiuminstitut tätig. Ab 1933 war sie dann als wissenschaftliche Hilfskraft angestellt. Ein Interesse von ihr waren auch unter anderem Untersuchungen von Uran und anderen radioaktiven Substanzen im Meerwasser, die sie zusammen mit dem Radiochemiker Friedrich Hernecker am Radiuminstitut durchführte. Dabei war sie mehrmals in Schweden zur Probennahme, wobei sie persönliche Kontakte mit schwedischen Wissenschaftlerinnen knüpfte. Weiters machte sie Untersuchungen über Fluoreszenzerscheinungen im Calciumfluorid, die vor allem mit Karl Pschibram, dem Vizedirektor des Radiuminstituts und Experten für Kristalluntersuchungen, durchgeführt wurden. Im Jahr 1937 legte sie dann ihre Habilitationsschrift über das Thema die Grenzen der Nachweisbarkeit der schweren Edelgase in Helium vor. Helium ist ein Produkt vom Alpha-Zerfall, nicht? Das Alpha-Teilchen sind ja selbst die Atomkerne vom Helium. Und man hat einen riesigen See von Helium, wenn man radioaktive Präparate verwendet. Und da drin noch etwas anderes nachzuweisen, war eben sehr schwierig. Damit erreichte sie jedenfalls als erste Frau an der Philosophischen Fakultät der Universität Wien die Lehrbefugnis für das Fach Physik. Nun, im Jahr 1938 führte dann der Anschluss von Österreich an Deutschland zu einem Aderlass von jüdischen Wissenschaftlern des Radiuminstituts, inklusive des langjährigen Direktors Stefan Meyer. Seine Stelle übernahm Gustav Ortner, ein linientreuer Mitarbeiter am Radiuminstitut. Bertha Karlik, die als politisch unbedenklich eingestuft wurde, erlangte 1942 eine Stelle als Dozentin neuer Ordnung mit Diäten. Das heißt, dass ihre Lehrtätigkeit extra bezahlt wurde. Im Jahr 1943 gelang ihr dann zusammen mit der 11 Jahre jüngeren Traude Bernhardt, die 1939 mit einer Dissertation über Absorptionsspektrum und Farbton bei Gustav Ortner am Radiuminstitut promoviert hatte und als unbezahlte Volontärin weiter am Radiuminstitut arbeitete, ihre wichtigste wissenschaftliche Entdeckung. Es war der Nachweis von drei kurzlebigen Isotopen des Elements Astats,
die in den natürlichen Zerfallsketten von Uran und Thorium vorkommen. Allerdings in sehr geringem Maße. Und es war äußerst schwierig, diese Isotope herauszunehmen aus der großen Menge von radioaktiven Zerfällen, die bei diesen natürlichen Zerfallsketten existieren. Da das Astat damals das letzte unbekannte Element im Periodensystem war, hätten Karlik und Bernit gerne den Namen Vienium dafür vorgeschlagen. Da aber schon 1940, also 3 Jahre vorher, durch Emilio Segre und Mitarbeitern die künstliche Erzeugung eines anderen Astat-Isotops am Zyklotron in Berkeley durch den Beschuss von Wismut mit Alpha-Teilchen gelungen war, fiel den Wissenschaftlern aus Berkeley das Recht der Namensgebung zu. Parallel zu Bertha Karliks Tätigkeit war während des Krieges ein Teil der Mitarbeiter des Radiuminstituts im sogenannten Uranverein tätig, der von Georg Stetter am 2. Physikalischen Institut der Universität Wien geleitet wurde. Es wurden dabei grundlegende Arbeiten zur Kernspaltung von Uran und zur Neutronenphysik gemacht, wobei aber bis heute diskutiert wird, welche Ziele dieser Uranverein, der neben den Tätigkeiten in Wien ja mehrere Institute in Deutschland einschloss, eigentlich hatte. 1945 wurde Stefan Meyer, der erstaunlicherweise in Bad Ischl die Kriegsjahre überlebte, wieder als Vorstand des Radiuminstituts eingesetzt. Da er jedoch diese Tätigkeit aus Altersgründen nicht mehr voll ausüben konnte, wurde Bertha Karlik als provisorische Leiterin bestimmt. Als Meyer 1947 den Ruhestand antrat, wurde Bertha Karlik definitive Leiterin des Radiuminstituts, eine Tätigkeit, die sie bis zu ihrer Emeritierung 27 Jahre später, 1974, innehatte. Zunächst wurde sie 1950 zur außerordentlichen Professorin ernannt. In diese Zeit fiel auch der erste Aufbau eines Neutronengenerators, der in mehreren Ausbaustufen kernphysikalische Experimente mit schnellen Neutronen zu einem Hauptarbeitsgebiet des Radiuminstituts wurde. Im Jahr 1954 wurde sie korrespondierendes Mitglied in die Österreichische Akademie der Wissenschaften aufgenommen und 1956 wurde sie die erste ordentliche Professorin an der Philosophischen Fakultät der Universität Wien. Im Jahr 1960 initiierte Bertha Karlik den Aufbau einer Anlage zur Radiocarbon-C14-Datierung nach der klassischen Beta-Zerfallsmethode, die von Heinz Felber aufgebaut wurde und von Edwin Back, der auch ein noch lebender Dissertant von Bertha Karlik ist, viele Jahre weiter betrieben wurde. Eine große Leistung war die radikale Erweiterung des Radiuminstituts durch einen Dachausbau mit etwa 700 Tonnen Beton als Abschirmung für einen leistungsstärkeren Neutronengenerator und inklusive Messeinrichtungen für Experimente mit schnellen Neutronen. Diese Initiative wurde mit dem Erwin-Schrödinger-Preis der ÖAW 1967 belohnt. Im Jahr 1973 wurde sie dann wirkliches Mitglied in die ÖAW aufgenommen. Ich habe in der Broschüre, die hier aufliegt, gelesen, dass sie schon zweimal vorher vorgeschlagen wurde als wirkliches Mitglied, nämlich 1960 von Erwin Schrödinger und 1971 nochmal von jemand anderen. Nun, in den fast 30 Jahren von Karliks Tätigkeit als Institutsvorstand wurden am Radiuminstitut etwa 80 Dissertationen über neutroneninduzierte Kernreaktionen verfasst. Sie hat sich also von der reinen radioaktiven Forschung auf die Kernphysik mit Beschleunigern, es war ein kleiner Beschleuniger, aber durch die besondere Kernreaktion, die ja in der Fusion auch abläuft, werden schnelle Neutronen erzeugt, mit denen man experimentieren kann. Neben der wissenschaftlichen Tätigkeit war Bertha Karlik in vielen nationalen und internationalen Gremien tätig, die sich unter anderem mit Eichung und Metrologie, dem Strahlenschutz, der Einrichtung einer zentralen Isotopenstelle, der Mitgliedschaft von Österreich am Europäischen Kernforschungszentrum CERN in Genf und der friedlichen Nutzung der Kernenergie befasst. Ich möchte zum Schluss noch kurz auf die Frage eingehen, die gerade am heutigen Tag relevant ist. Wie schon früher erwähnt, war ja zu Bertha Karliks Zeiten in den 20er und 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts der Anteil von Frauen unter den Mitarbeitern am Radiuminstitut mit etwa 30% ungewöhnlich hoch. Durch Diskussionen mit zwei ehemaligen Dissertanten von Bertha Karlik, Wolfgang Reiter, den ich hier herzlich begrüße, und Brigitte Strohmeier, denen ich beiden für ihre Information danke, scheinen mir drei Gründe dafür als mögliche Erklärung für diese Tatsache. Erstens, der langjährige Leiter des Radiuminstituts, Stefan Meyer, war ein ausgesprochen liberal denkender Mensch, für den Frauen als Wissenschaftlerinnen fast eine Selbstverständlichkeit waren. Zweitens,
Die Radioaktivität war Anfang des 20. Jahrhunderts ein Nischenfach, wie Herr Reiter das so klar formuliert hat, ein Nischenfach der Physik, was generell sind Nischenfächer für Minderheiten anziehend. Die Hauptforschungsgebiete der Physik waren ja zu dieser Zeit, wie in vielen anderen Gebieten, oft schon von Männern voll besetzt. Drittens, es war vielleicht ein glücklicher Zufall, dass gerade zur Zeit, als die Radioaktivität Anfang des 20. Jahrhunderts an Popularität gewann, es überhaupt erst möglich wurde, dass Frauen eine Matura machten und an den Universitäten studieren konnten. Mit diesen Überlegungen möchte ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit danken und ich bin schon auf die Vorträge der Wissenschaftlerinnen gespannt, die sich hier zur Verfügung gestellt haben, um über ihre speziellen Forschungsgebiete zu berichten. Dankeschön. Herzlichen Dank. Funktioniert das Mikro? Ja, hört man mich gut? Okay. Herzlichen Dank für den Einblick in Berta Kalics Wirken. Wer sich noch weiter für Berta Kalic interessiert oder auch für andere herausragende Wissenschaftlerinnen, die früher Mitglieder der Österreichischen Akademie der Wissenschaft waren, der kann auf der Homepage der ÖAW seit heute die Kurzbiografien finden und kann sich hier weiter informieren. Und Sie sind natürlich auch herzlich eingeladen, im Anschluss an die Veranstaltung auch nochmal mit Herrn Kutschera über Berta Kalic zu plaudern. Ich habe jetzt die große Freude und das große Vergnügen, Ihnen die erste unserer vier Forscherinnen vorstellen zu dürfen, die heute einen ganz kurzen Einblick in ihre Forschungstätigkeit bieten werden. Nina Miernig ist Senior Postdoc am Institut für Kultur und Geistesgeschichte Asiens der Österreichischen Akademie der Wissenschaften sowie Mitglied der Jungen Akademie. Sie hat im Fach Orientalistik Sanskrit an der Universität Oxford promoviert und war danach als Postdoc an der Universität Gröningen, Leiden und in Cambridge. Sie hat in mehreren FWF-Projekten in Österreich mitgewirkt und seit 2019 leitet sie ein Elise-Richter-Projekt zur religiösen, kulturellen und politischen Landschaft des frühmittelalterlichen Nepals. Heute wird Dr. Miernig uns zum Thema Schriftkultur im Himalaya, die Entstehung eines frühen Cosmopolitan Hub im Kathmandu-Tal vortragen. Ich bitte um den Vortrag. Vielen Dank. Erstmals guten Tag und vielen Dank an die Organisatorinnen für die Einladung, hier heute einen kurzen Einblick in meine derzeitige Forschung zu geben. Wie Katharina schon erwähnt hat, finden diese im Rahmen eines FEF-Elise-Richter-Projekts statt, welches mir ermöglicht hat, ein eigenständiges Forschungsgebiet und breites Netzwerk an Kooperationspartnern aufzubauen. Und ich finde es daher besonders schön und eine Ehre, heute im Rahmen der ÖAW-Feierlichkeiten zum Internationalen Frauentag über dieses Projekt berichten zu können. In meiner Forschung beschäftige ich mich mit der Kultur- und Religionsgeschichte des frühmittelalterlichen Südasiens und derzeit mit regionalem Fokus auf Nepal. Nepal, das zwischen den nordindischen Ebenen und der tibetischen Hochebene liegt, hat über Jahrhunderte die Einflüsse seiner Nachbarn aufgenommen. Es fungiert als Vermittler in einem Korridor reger Handelsbeziehungen und diente auch manchmal als Zufluchtsort. Andererseits hatte Nepal durch seine Randlage zwischen Indien und Tibet auch eine Sonderstellung, durch die nicht nur seine eigene, sehr bemerkenswerte autonome Kultur, sondern auch bedeutende Teile der benachbarten Kulturen innerhalb seiner Grenzen relativ intakt überleben konnten. Die im Kathmandu-Tal erhaltenen Zeugnisse dieser einzigartigen multiethnischen kulturellen Traditionen wurden von der UNESCO als World Heritage Property mit 7 World Heritage Monument Zones anerkannt. Aber auch für die frühe Kulturgeschichte des gesamten Südasiens birgt das Kathmandu-Tal einen besonderen Schatz,
nämlich die größte südasiatische Sammlung von Palmblattmanuskripten und damit eine der einzigartigen Exemplare der Schriftkultur Süd- und Zentralasiens, die durch die vergleichsweise günstigen klimatischen Bedingungen nur hier erhalten geblieben sind. Unter diesen befinden sich die ältesten erhaltenen Manuskripte wichtiger indischer Texte, darunter beispielsweise vedische Werke, Teile des Mahabharata-Epos und Rechtstexte, sowie auch Werke, die verloren geglaubt waren oder in Indien nicht mehr existieren, wie zum Beispiel das einzige Exemplar des frühesten erhaltenen Tantra, Nishvasa Tattva Sangraha, welches zum UNESCO Memory of the World erklärt wurde. Die genaue numerische Erfassung der Bestände ist sehr schwierig und noch Work in Progress. Aber um Ihnen einen ungefähren Eindruck zu geben, habe ich hier eine Grafik des derzeitigen in Mikrofilmen dokumentierten Bestands der National Archives in Kathmandu vorbereitet. Es handelt sich dabei um 180.000 Manuskripte, wobei ca. 3.600 davon alte Palmblattmanuskripte sind, die bis ins 8. Jahrhundert datieren. Weiters befinden sich bis zu 2.600 Palmblattmanuskripte in Beständen anderer Institutionen. Insgesamt kommen wir also auf ca. 6.000 Palmblattmanuskripte, wobei trotz ihrer Signifikanz nur ein geringer Teil katalogisiert wurde und davon ein noch geringerer in Descriptive Catalogs erscheint. Der Großteil ist daher noch gar nicht entziffert, ediert und übersetzt und wartet noch auf Bearbeitung. Von Manuskriptkolophonen sowie auch kodikologischen, paläographischen und philologischen Untersuchungen wissen wir, dass Manuskripte in diesen Beständen ab mindestens dem 8. Jahrhundert, teilweise aus Indien eben, mitgebracht wurden oder auch in Kathmandu als Auftragswerke kopiert wurden. Akteure sind hier Könige und Adelige, Gelehrte, religiöse Anhänger, Mönche sowie auch Händler. Manuskriptbestände sogar in China zeugen auch davon, dass einige Palmblattmanuskripte von Nordindien über das Kathmandu-Tal dorthin transportiert wurden. Nur wie kam es dazu, dass dort das doch recht sehr entlegene und auch, wer schon einmal dort war, vielleicht sehr nachvollziehbar, sehr schwer erreichbare Tal im Vorgebirge des Himalaya, ohne Flugzeuge damals noch, zu so einem Cosmopolitan Hub wurde? Anhand dieser Timeline und Karten aus Kulke und Rotemunds Geschichte Indiens lässt sich zeigen, wie zu Zeiten des indischen Herrschers Ashoka, Nepal nicht als Teil des Herrschaftsgebiets verstanden wurde, also am Rand hinter der Grenze lag sozusagen. Frühen Sanskrit-Werken wie Rechtstexten, Legenden oder dem Heldenepos Mahabharata ist zu entnehmen, dass aus ihrer jeweiligen Sicht diese Gegenden von wilden Stämmen bewohnt und höchstens vereinzelt für religiöse Zwecke der Askese oder Meditation frequentiert wurden. Erst im 3. Jahrhundert unserer Zeitrechnung finden wir eine einzige Inschrift, hier zu sehen, am Sockel einer Königsstatue. Danach haben wir für über 150 Jahre mysteriöserweise gar keine Schriftzeugnisse, bis dann ab dem 5. Jahrhundert teils sprachlich hochentwickelte königliche Inschriften sowie auch nicht königliche Schenkungsinschriften aufgestellt wurden. Die Inhalte zeigen, dass sich das Kathmandu-Tal in dieser Zeit schon zu einem wichtigen Knotenpunkt entwickelte und durch den damit eingehenden Reichtum eine kulturelle Blütezeit erlebte. Diese Entwicklungen fanden unter der Regierung der indischen Lichavi-Dynastie statt, wie man hier unten sieht. Doch wie gelang es den Lichavis, dieses Gebiet entlang dieser wichtigen Handelsroute zu kontrollieren und welche kulturellen und politischen Prozesse führten zu dieser Blütezeit? Es ist auch bemerkenswert, dass so plötzlich wie die Inschriften der Lichavis im 5. Jahrhundert erscheinen, sie auch im 8. Jahrhundert komplett verschwinden. Danach haben wir für über 400 Jahre ganz, ganz vereinzelte private Schenkungsschriften, obwohl die Manuskriptbestände, die ich Ihnen auch vorher gezeigt habe, und archäologische Zeugnisse zeigen, dass genau in dieser Periode das Kathmandu-Tal sich kulturell stark weiterentwickelte und viel Austausch stattfand. Was führte also zu dem Ende der Lichavis und wie ging es dann danach politisch weiter? Diesen Fragen widme ich mich in meinem Elisa-Richter-Projekt anhand einer umfassenden Studie dieser bis zu 230 Sanskrit-Inschriften.
in Kollaboration mit Archäologen vom UNESCO-Chair in Durham University und meinem Projektpartner an der Oxford University sowie auch Partnern in Nepal erstellen wir eine umfassende Dokumentation der Inschriften, produzieren Editionen und Übersetzungen und erarbeiten interdisziplinär Ansätze, wie wir sinnvoll die Daten der Inschriften mit denen von der Archäologie, Numismatik und späteren Texttraditionen für historische Rekonstruktionen zusammenbringen können. Bis jetzt, ich muss hier anmerken, dass bis jetzt diese Datensätze immer nur innerhalb dieser eigenen Disziplinen untersucht wurden in unserem Fach. In unserem Research Design und der Dokumentation legen wir auch einen großen Wert darauf, diese in Form einer Sustainable Academic Practice durchzuführen und dabei zur Bewahrung dieses kulturellen Erbes konkret beizutragen. Die gesammelten und analysierten Daten werden in verschiedener Form aufbereitet, was beispielsweise die Textedition und Übersetzungen betrifft, die dann Analysen zugrunde legen. Werden diese auch in XML-Format mit TEI-Markup als Machine Actionable Open Access Texte vorbereitet. Und bei der fotografischen Dokumentation experimentieren wir hier auch mit 3D-Imaging. Damit testen wir, ob solche Aufnahmen die Entzifferungen unterstützen können und auch ermöglichen, eine bessere Präservierung, eine umfassende Aufnahme dieser Kultobjekte für Archive und Stakeholders. Einige der gesammelten Daten konnten auch über ein kleines, über die Junge Akademie gefördertes Pilotprojekt in Kollaboration mit Geografen und dem CIRDIS an der Universität Wien mit gewissen GIS-Standards aufbereitet werden, was eine bessere Visualisierung und Kartierung historischer Datensätze in Zukunft ermöglichen könnte. Dies soll auch als Stütze helfen, die Verteilung verschiedener Inschriftentypen und die darin enthaltenen Informationen leichter mit archäologisch datierten Sequenzen oder Fundorten von Münzen und Kultobjekten abzugleichen. Solche Ansätze machen lokale, kulturelle und politische Prozesse erst sichtbar. Dies kann beispielsweise anhand der verschiedenen Datensätze zum hinduistischen Pashupati-Tempel hier demonstriert werden. Spätere Legenden beschreiben, wie die Existenz schon in die Jahrhunderte vor unserer Zeitrechnung zurückgeht. Doch Inschriften gibt es dort erst ab dem 4. Jahrhundert unserer Zeitrechnung. Neue archäologische Erkenntnisse meiner Kollegen zeigen aber, dass beispielsweise die Fundamente eines großen Wassertanks und die damit einhergehenden Technologien des Water Managements schon bis ins 1. und 2. Jahrhundert zurückgehen unserer Zeitrechnung. Die genaue Analyse der Inschriften wiederum und ihren Kontext zeigen auch, dass in dieser Gegend anfangs reiche Händler und Frauen vor allem auch besonders aktiv waren und Schreine mit größeren Landschenkungen errichteten. Daraufhin erscheint bald eine gewisse religiöse Gruppe als Managers und die gewinnen dann graduell an Macht. Und das hat dann wohl dazu geführt, dass der damals regierende König Amshuvarman, wie Sie hier sehen, dieser Stätte im frühen 7. Jahrhundert eine besondere religiöse und politische Bedeutung verlieh, indem er sich in jeder seiner Inschriften als Anhänger des Gottes Shiva, der hier verehrt wird, bezeichnet. Und diesen Tempel hat er damit bis heute zu einem der Haupttempel Nepals gemacht und alle Könige danach haben sich auch immer als Anhänger bezeichnet. Gleichzeitig sieht man in den Inschriften, dass sich seine Herrschaft auch dadurch auszeichnete, dass er religiöse Institutionen verschiedener Richtungen und vor allem buddhistische Klöster stark förderte. Als erster Herrscher Nepals zeigte er auch buddhistische Symbole auf seinen königlichen Inschriften, wie Sie hier sehen, das Dharma-Chakra mit den Rehen. Diese Entwicklungen gehen auch einher mit der Strategie, königliche Inschriften mit Regelungen zu administrativen Eingriffen auch weiter weg vom Machtzentrum und an den Ausgängen des Tals zu befestigen und damit auch an Kontrollpunkten wichtiger Handelsrouten. Also gibt es einige kleine Routen, die rein und raus aus dem Kathmandu-Tal führen. Somit signalisierte er seinen Einfluss auf diese Gebiete und festigte seine Machtposition, wobei sein Wirken zum großen Reichtum des Königreichs führte. Wenn wir jetzt einmal rauszoomen, können wir diese Entwicklungen auch mit denen auf tibetischer Seite in Verbindung bringen. Denn die regen Handelsbeziehungen und die dadurch einhergehenden Vernetzung nach Tibet erlebte durch ein besonderes Ereignis einen Aufschwung. Und das ist, wie Sie hier rechts oben sehen, die Gründung des Tibetischen Reichs unter dem Emperor, dem Herrscher Dzongtsen Gampo, Anfang des 7. Jahrhunderts, also zur gleichen Zeit, wo Amshuvarman auch tätig war. Womit auch zu dieser Zeit der Buddhismus, und so sagen es zumindest die Legenden, nach Tibet gebracht wurde.
Also die Stabilisierung der Region dürfte auf jeden Fall durch dieses Herrschertum zu einem höheren Aufkommen entlang der Nord-Süd-Korridore geführt haben, wie Sie hier rechts oben sehen, und einen großen Anteil daran haben, dass diese entlegenen Regionen zu einem Hub und Standort einer der wertvollsten Schriftbestände Südasiens wurde. Mit der umfassenden Erforschung der Inschriften und ihres Kontexts können wir graduell die begleitenden Prozesse erfassen und kontextualisieren und auch auf wichtige kulturelle Ströme in Asien und nach Südostasien auch hinweisen. Vielen Dank. Für den reichhaltigen, wirklich spannenden Vortrag. Ich habe jetzt ganz viele Fragen im Kopf, aber ich darf mal ins Publikum reinfragen. Gibt es von Ihnen Fragen, Verständnisfragen, Anmerkungen, Erklärungsbedarf? Ja, bitte. Zu sagen, ich bin auch Physiker, also habe auf diesem Gebiet keine Ahnung. Was mich aber interessiert hätte, wie war die Entwicklung der Schriftzeichen? Es gibt ja, ich sage einmal, in jeder asiatischen Region andere Schriftzeichen. Wie hat sich das entwickelt? Können Sie da kurz ein paar Sätze sagen? Ja, sehr gerne. Also danke für die Frage. Es handelt sich bei den Schriftzeichen, die hier, und ich habe hier sogar, dürfte ich meine PowerPoint kurz zurückhaben? Ich habe nämlich hinten ein paar Slides für ein paar Fragen, falls sie gekommen sind. Ich habe zufälligerweise hier die Schriftzeichen auch ausgesucht. Also es handelt sich hier um einen Nachfolger der Brahmi-Schrift und der Herrscher Ashoka, den ich Ihnen vorher gezeigt habe, der im 300 vor unserer Zeitrechnung aktiv war. Unter ihm, so sagen auch die Legenden, und das sind halt unsere frühesten Zeugnisse, wurde die indische Brahmi-Schrift sozusagen entwickelt und ist erstmals für uns zugänglich. Und eigentlich auch im Mittelalter die meisten oder eigentlich alle Schriften in Süd- und Südostasien sind davon Abkömmlinge sozusagen. Und hier auch eben, Dankeschön, und das ist, als ob ich Ihre Frage erahnt hätte, was wir nämlich auch machen, wir vergleichen eben gerade auch diese Schriftentwicklung und auch diesen Sprung von der Entwicklung der Schrift auf Stein auf die Manuskripte. Und Sie sehen hier zum Beispiel ganz rechts eines der frühesten nepalesischen Manuskripte und hier immer mit Datierung sozusagen die Schriftzeichen bestimmter Buchstaben dieser Brahmi-Schrift zu verschiedenen Zeiten. Und es gibt hier gewisse Marker, so wie bei diesem Jahr zum Beispiel, die dann auch in der Paläographie verwendet werden, um gewisse Datierungen oder einige Sequenzen sozusagen hineinzubringen. Aber hier geht es wirklich, also hier ist auch mein Kollege Hannes Fellner, der hat ja auch ein FAF-Startprojekt zur Entwicklung der Brahmi-Schrift zum Beispiel. Also da sieht man auch, dass das bis nach Zentralasien und so weiter weitergegangen ist. Und das ist schon sehr bemerkenswert, dass sich die Schrift auch eben teilweise über Südindien bis Südostasien auch durchgesetzt hat und auch in Kambodscha und so weiter. Obwohl die Schrift dann schon sehr anders ausschaut und also beeinflusst ist durch die südindische Schrift, leichter zu lernen, wenn man schon eine der Brahmi-Based-Schriften gelernt hat. Bitte. Ja, dann darf ich mich nochmal ganz herzlich bedanken und im Sinne der Zeit an meine Kollegin weitergeben. Ich freue mich, dass ich Ivona Brandic vorstellen kann. Ivona Brandic ist Universitätsprofessorin für High Performance Computing Systems an der TU Wien und Mitglied der Jungen Akademie seit 2016. Ivona Brandic hat ursprünglich Wirtschaftsinformatik an der Universität Wien und an der Technischen Universität Wien studiert. Sie war unter anderem Gastforscherin an der Universität Melbourne in Australien und hat nach ihrer Rückkehr in praktischer Informatik an der TU Wien habilitiert. Neben diversen Preisen wurde sie zum Beispiel 2015 mit einem FAF-Startpreis ausgezeichnet. Sie ist sehr aktiv in diversen Gremien, nicht nur bei der EU, auch in Editorial Boards. Und sie beschäftigt sich mit der Laufzeitoptimierung der Ultrascale-Systeme und ist die meistzitierte europäische Wissenschaftlerin im Bereich der Cloud-Computing-Systeme.
Ich freue mich sehr auf den Forschungseinblick mit dem Titel ICT Sustainability, The Good, The Bad and The Ugly. Herzlichen Dank für die Vorstellung. Herzlichen Dank auch für die Einladung, um heute eben hier zu sein. Ich freue mich insbesondere an diesem Tag, einen Vortrag hier halten zu dürfen. Und ich werde über die Grundlagen von der Nachhaltigkeit erzählen. Und ich habe meinen Vortrag, ich habe zwei Teile. Zuerst möchte ich über Grundlagen, wie kann eine nachhaltige IT, wie können nachhaltige Computer gebaut werden, erzählen. Und im zweiten Teil möchte ich auch ganz kurz erzählen, wie können Computer, IT-Infrastruktur benutzt werden, um eine nachhaltige Welt zu bauen. Ich möchte heute aber mit zwei großartigen Frauen anfangen. Ich nehme an, viele oder fast alle kennen sie. Die eine ist auf der linken Seite Margaret Hamilton. Sie hat die Apollo-Rakete programmiert und man munkelt, man sagt, sie ist eigentlich der Grund, warum es die Rakete bis zum Mond geschafft hat, weil zu dem Zeitpunkt hat man die Fehler nur auf der Software-Ebene korrigieren können. Ja? Auf der anderen Seite haben wir die Katie Baumann. Sie hat vor kurzem, also vor ein paar Jahren, hat sie das schwarze Loch visualisiert. Und ich zeige diese zwei Frauen nicht nur, weil heute der 8. März ist und ist auch ein Grund, sondern weil sie einfach Ikonen sind. Und jetzt würden viele meinen, Physik, Raumfahrt, Weltraumforschung, nein, die sind Ikonen der Informatik. Die haben, also die charakterisieren zwei Epochen der Informatik. Ja? Auf der einen Seite, auf der linken Seite, sehen wir die klassische Programmierparadigma, wo wir als Input Daten haben, also Margaret Hamilton halt Daten als Input und dann Regeln. Und daraus hat sie Antworten generiert, wie kann ich schaffen, dass die Rakete nicht explodiert. Auf der anderen Seite hat Katie Baumann Daten als Input und sie weiß schon die Antwort. Sie will das schwarze Loch visualisieren, aber sie weiß nicht wie. Also hat sie diese Daten verarbeiten lassen durch künstliche Intelligenz und hat dadurch Regeln generiert. Ja? Und das zweite Paradigma, das wir heute in der Informatik haben, hat natürlich auch sehr, sehr viele Probleme mit sich gebracht. Wir haben teilweise zeitkritische Daten, wir haben viele Daten, die sind geografisch verteilt, die sind nicht stationär und es einer der Effekte ist, dass wir derzeit eigentlich Explosion von Energiebedarf in diesen Systemen haben. Jetzt gehen wir wieder eine Zeit lang zurück in die 60er Jahre. Da hat Herr Josef Weizenbaum ein Programm erstellt, das hat sich ELISA genannt und er hat versucht, eine Studie durchzuführen, wie eine Kommunikation zwischen Mensch und Maschine ausschauen kann. Ja? Es ist 60 Jahre her. Ja? Das hat so angefangen, dass Computer gefragt hat, danke, wie geht es dir heute? Dann hat die Person geantwortet, na okay, mir geht es schlecht. Dann hat der Computer gefragt, na ja, warum geht es dir heute schlecht? Ich habe einen schlechten Tag gehabt. Dann hat der Computer wieder gefragt, na, warum hast du einen schlechten Tag gehabt? Also man hat so ein bisschen versucht, so einen empathischen Therapeuten hier zu simulieren. Was sie im Endeffekt gemacht hat, es war ein Programm, also man hat einen Startpunkt gehabt, wie geht es dir heute? Da gibt es halt nicht so viele Möglichkeiten, mir geht es schlecht oder gut. Wenn man sagt, mir geht es schlecht, dann geht es mal weiter. Warum geht es dir schlecht? Da gibt es auch eine endliche Möglichkeit an Antworten. Ja? Und er war damals schockiert, wie sehr die Leute darauf eingegangen sind. Die haben tatsächlich Gespräche mit dem Computer entwickelt und hat sich dann davor gewarnt und hat was anderes gemacht. Er war übrigens an der MIT. Ja? Warum zeige ich das? Das haben wir heute und benutzen das und sind heilfroh, dass das unsere Hausübung machen kann, uns Gedichte schreiben kann. Ich habe gerade Masterstudenten, die versuchen, ChatGPT zu benutzen, um Computerprogramme zu erstellen und wir schauen, wie gut oder wie schlecht das geht. Es ist nichts Neues, das gibt es schon seit sehr lange, nur wir haben jetzt die Infrastrukturen, wir haben die Daten, um das auch sinnvoll zu betreiben, beziehungsweise wir können jetzt übersetzen von einer in die andere Sprache und so weiter. Was anderes. Weiß jemand, was diese Menschen verbindet, außer dass sie Menschen sind? Irgendeine Idee? Bitte?
Ja, genau. Die alle, die gibt's nicht, die existieren nicht. Ja? Die wurden alle von einer AI generiert, um nur zu zeigen, wie gut das eigentlich ist. Ja? Also teilweise sind die Programme schon sehr, sehr, sehr ausgeklügelt und können sehr viele Dinge uns ja, eigentlich sehr gut machen. Nur was ist die andere Seite der Medaille? Das alles geschieht nicht in luftleeren Raum. Wir brauchen Ressourcen dafür, wir brauchen Strom. Also hier ist nur eine Visualisierung, wie viel CO2 Fußabdruck wir durch die Benutzung von AI auch erzeugen. Also das kann man so vergleichen, um einen Transformer zu trainieren. Das sind so diese Programme, AI, die uns zum Beispiel Sprachen übersetzen kann. Es ist ungefähr so viel, wie ein Mensch in einem Leben generiert, ein durchschnittlicher Mensch. Amerikaner halt ein bisschen mehr und so weiter. Aber nur um einen Vergleich zu haben. Ja, und da gibt es natürlich viele Probleme. Wir haben damit angefangen, uns zu beschäftigen, schon sehr lange. Wir haben schon die ersten Papers vor 10, 15 Jahren geschrieben und wir haben uns auch angeschaut, ja, wie kann man so ein Rechenzentrum, ja, wenn man so ein Modell generieren möchte und trainieren möchte, braucht man ein Rechenzentrum. Und da haben wir schon versucht zu schauen, also wie kann man da optimieren, wie können wir Algorithmen gestalten, damit wir weniger Strom benötigen. Zunehmend ist unsere Welt komplizierter geworden. Man hat Rechenzentren mittlerweile schon unter Wasser, um Kühlung zu sparen. Man hat mittlerweile auch kleine Micro-Data-Centers, die gibt man so in die Ecke, im Büro. Man hat Raspberry Pi Gateways, das sind so ganz kleine Computer, die kann man da überall installieren und schon die erste ja, einfache Datenverarbeitungsschritte machen. High-Latitude-Data-Centers, das sind so Rechenzentren, die baut man im Norden, um Kühlung zu sparen, also da müssen wir die Kühlung gar nicht einschalten, Liquid Cooling Data Centers und so weiter. Das heißt, es ist mittlerweile sehr komplex geworden, Anwendungen wie zum Beispiel eine AI oder künstliche Intelligenz auszuführen, weil das mittlerweile auf geografisch verteilten Rechenzentren geschieht, die alle ganz, ganz unterschiedliche Charakteristiken haben. Und damit beschäftige ich mich in meiner Forschung. Ich entwickle gemeinsam mit meinem Team neue Programmiermodelle, damit auch Energieeffizienz und Nachhaltigkeit berücksichtigt werden kann. Bisher war in der Informatik sehr oft die Frage, wie kann man das modularisiert gestalten, wie kann man Wartbarkeit der Software machen, wie kann man die Performance, also Leistung erreichen. Mittlerweile ist Nachhaltigkeit und Energieverbrauch ein riesiges Thema. Ich habe gelernt von einem Physiker, dass um ein Molekül von Koffein zu repräsentieren, zu einem bestimmten Zeitpunkt, brauchen wir ca. 10 hoch 48 Bits auf einem klassischen Computer. Und das können wir auf einem Quantencomputer mit 160 Qubits machen. Man muss jetzt nicht Experte sein, um zu verstehen, also auf der Quantencomputer geht das vielleicht doch etwas effizienter. Ich habe da die Zahl auch aufgeschrieben. Ja, also der Unterschied und Effekt ist, glaube ich, sehr klar und sichtbar. Die Frage ist jetzt, wir haben große Applikationen, zum Beispiel in Life Science, um neue Medikamente zu designen. Was wir machen und, oder versuchen zu machen, ist jetzt ganz bestimmte Teile vom Code, die sehr sinnvoll auf eine Quantummaschine ausgeführt werden können, sie zu extrahieren, auszuführen und dann wieder in das klassische System zu integrieren. Wir sind ganz am Anfang, muss ich dazu sagen. Wir sind nicht schneller geworden, wir sind langsamer geworden, aber wir haben die Maschinen miteinander interagieren lassen. Ja? Zumindest. Was ich noch zum Schluss zeigen möchte, wie kann man IT nutzen, um eine nachhaltige Welt zu bauen? Ich weiß nicht, ob dieses Bild bekannt ist. Das ist Batagaika-Krater. Das ist in Sibirien. Und in Sibirien gibt es zu hohe Temperaturen und dort schmilzt die Erde weg, buchstäblich. Und es entstehen solche Krater. Das ist der größte Krater, den man so kennt. Ja, was kann man machen? Da muss man, glaube ich, an ganz vielen Schrauben drehen. Was kann ich machen hier? Wir versuchen, diese Prozesse zu dokumentieren, ja,
Hier ist auch ein anderes Beispiel, das ist auch aus Sibirien. Dadurch, dass die Erde auftaut, werden Gebäude beschädigt. Und hier wurden Behälter von Diesel beschädigt und Diesel ist ausgeronnen. Und das sieht man recht gut auf Satellitenbildern, weil es eben rot ist. Das geschieht jetzt aber nicht einmal, so das ist kein singulärer Event, das geschieht ständig. Und es werden auch industrielle Anlagen beschädigt. Und oft rinnt dann Wasser aus oder toxische Substanzen, die man nicht riechen kann, die man nicht sehen kann, die man aus Satellitenbildern nicht sieht. Und die bleiben teilweise unentdeckt, wochenlang. Ja? Was wir machen, wir versuchen, das zu entdecken. Und das ist nicht einfach, weil um eine Substanz in einem Fluss zu entdecken, muss man wissen, wonach man sucht. Ja, was wir hier machen, wir stellen einen digitalen Zwilling, also eine In-Silico-Repräsentation von einem Fluss in einem Computer, mit all diesen Eigenschaften, wie zum Beispiel Viskoelastizität, Metrologie und alles, was dazugehört, um dann, wenn die Sensoren eine Substanz erkennen, wir können relativ schnell dann sagen, auch, was ist die höchstwahrscheinliche Ursache für die Verschmutzung zum Beispiel. Also wir können Inferenz upstream machen, aber auch downstream und wir können sagen, wie sich zum Beispiel das auf die Landwirtschaft auswirkt. Ja? Und das ist auch, um zu zeigen, wie IT benutzt werden kann, um unsere Welt nachhaltiger zu machen. Das ist auch ein internationales Projekt, das ist auch vom FAI finanziert und da arbeiten Kollegen aus und Kolleginnen aus verschiedenen Ländern, aus der Türkei, aus Finnland, Österreich und aus der Schweiz. Und bei mir ist meine letzte Slide immer die gleiche. Ich bedanke mich bei allen meinen Kollegen und Kolleginnen, weil alles, was ich gezeigt habe, ist Teamarbeit. Und ich bedanke mich bei allen Forschungsagenturen, die sehr großzügig meine Arbeit bisher finanziert haben. Dankeschön. Vielen Dank für diesen sehr vielseitigen Einblick. Ich fürchte, wir haben bislang unser Online-Publikum total vernachlässigt. Katharina, könntest du kurz einen Blick drauf werfen? Dann bin ich froh, ist in Ordnung. Dann möchte ich gerne Ihnen die Gelegenheit geben, ob Sie noch eine Frage an Ivona Brandic haben. Gibt es eine Frage im Publikum? Ja, Verena Vinivata, bitte. Ein Mikro kommt. Ja, vielen herzlichen Dank. Ich habe über digitale Zwillinge einiges gehört bei einem Vortrag in Alpbach und habe dabei gelernt, dass das ja auch so eine Antiterror-Methode ist. Also man schaut irgendwie, ob die Fabrik auch so funktioniert wie der digitale Zwilling und man kann dann schauen, ob es eine Cyberattacke drauf gibt. Aber soweit ich mich erinnern kann, braucht man dafür schon sehr, sehr genaue Daten, um so einen digitalen Zwilling zu bauen. Mhm. Und das ist Norilsk, wenn ich das richtig verstehe. Ja. Gibt es da genug verfügbare Daten, um einen guten digitalen Zwilling bauen zu können? Mhm. Ja, also wir benutzen, ich muss dazu sagen, ich habe dieses Bild aus Norilsk benutzt, um es zu zeigen. Wir benutzen aber Flüsse aus Finnland und Türkei. Ja, das ist das eine. Das andere ist, genau damit beschäftigen wir uns in dem Projekt. Weil man davon ausgehen muss, das ist ja in der Natur irgendwo, die Dinge gehen kaputt. Also Sensoren werden kaputt, die werden von Tieren teilweise gegessen, haben wir auch gehabt. Man muss auch damit umgehen können, trotzdem ein Modell aufzubauen. Und damit beschäftigen wir uns. Also was kann ich machen, wenn zum Beispiel in einem Gebiet Sensor ausgefallen ist, kann ich trotzdem die Information aus der Nachbarschaft quasi bekommen. Das ist eine große Fragestellung. Das ist sehr, sehr komplex, tatsächlich Modelle mit hoher Qualität aufzubauen und trotzdem Anspruch zu haben, dass das alles nicht explodiert von den Daten, von der Größe des Modells. Ja. Mhm. Also ich habe mir noch drei Fragen aufgeschrieben, aber die werde ich dann beim Empfang stellen. Okay. Vielen, vielen Dank für den Beitrag. Ja, dann darf ich Ihnen als nächstes Patricia Giampieri Deutsch vorstellen. Sie ist Professorin für Philosophie an der Universität Wien und Professorin für
Psychotherapieforschung sowie Leiterin des Fachbereichs Psychodynamik an der Karl-Landsteiner Universität für Gesundheitswissenschaften Krems. Sie ist wirkliches Mitglied der ÖAW und Mitglied der Kommission für Wissenschaftsethik und der Kommission für Geschichte und Philosophie der Wissenschaften der ÖAW. Zu ihrem internationalen Engagement zählen Tätigkeiten für die European Psychoanalytical Federation und die International Psychoanalytical Association. Neben zahlreichen Publikationen in wissenschaftlichen Zeitschriften und Büchern ist sie Herausgeberin von Psychoanalyse im Dialog der Wissenschaften, Mitglied des Editorial Boards des International Journal of Psychoanalysis, I'm sorry, und so weiter. Ich könnte noch ganz viel über den Lebenslauf erzählen, aber ich glaube, ich möchte lieber Raum geben für Ihren heutigen Vortrag, bei dem Sie uns einen Einblick in die Vielfalt der Methodologien in der psychodynamischen Forschung und zu ihren Anwendungen geben wird. Ich bitte um den Vortrag. Sehr geehrte Frau Vizepräsidentin Diebold, sehr geehrte Frau Klassenpräsidentin Wendehorst, sehr geehrte Professorinnen, Kolleginnen, besonders jetzt die Frau Professorin Wittlack, haben Sie vielen Dank für Ihre Einladung zur ersten Bertha Karlik Lecture anlässlich des heutigen Weltfrauentags. Ein Kernbereich meiner Universitätsprofessur für Psychotherapieforschung sowie des von mir geleiteten Fachbereichs Psychodynamik an der Karl-Landsteiner Universität in Krems widmet sich den dynamischen und komplexeren Modellen der Subjektivität und des mentalen Lebens, welche aus dem Zwischenspiel von bewussten und nicht bewussten Anteilen entstehen. Die laufenden und geplanten Forschungsprojekte des Fachbereichs Psychodynamik umfassen wissenschaftsgeschichtliche, wissenschaftsphilosophische, klinische, empirische sowie angewandte psychodynamische Forschung. Die dabei angewandten Methodologien sind entsprechend breit gefächert. Die psychodynamische Richtung ist auf inter- und multidisziplinäre Weise bemüht, die Ergebnisse der Methodologien der Nachbardisziplinen wie Kognitionswissenschaften und Neurobiologie zu berücksichtigen. Jedoch ist als Alleinstellungsmerkmal der Professur und des Fachbereichs Psychodynamik Folgendes zu nennen: Die First-Person Theories and the First-Person Methodologies der psychodynamischen Psychotherapieforschung und die daraus entstandene angewandte Psychotherapieforschung. Die dritte Personperspektive ab 1917. Die empirische und experimentelle Forschung in der Psychoanalyse lässt sich als objektivierende dritte Personperspektive bezeichnen und blieb von ihrer früheren Geschichte bis zum gegenwärtigen Stand von der Wissenschaftsphilosophie weitgehend unberücksichtigt, not proven, obwohl erstens die Wirksamkeit der Behandlung, Wirksamkeitsforschung oder Ergebnisforschung oder Outcome Research sowie Ansätze zur Prozessforschung, Process Research oder What Works, also der Frage, welche therapeutischen Vorgänge zum wirksamen Ergebnis einer Behandlung führen können, durch naturalistische Studien bereits ab 1917 in Boston untersucht wurden. Und zweitens experimentelle Ansätze zur Überprüfung der theoretischen Annahmen der Psychoanalyse bereits im selben Jahr in Wien von Pötzl starteten. In der Zeit der evidenzbasierten Medizin haben sich Dritte-Person-Methodologien in der Wirkungsforschung der Psychoanalyse
über einige Stufen von den frühen statistischen Studien und den klinischen, naturalistischen, katamnestischen Studien bis zu den randomisierten, kontrollierten Studien, Randomized Controlled Trials, entwickelt, sowie über die Verfeinerung experimenteller Studien zu den neurobiologischen Veränderungen nach der Behandlung. Nichtsdestotrotz integrieren sogar objektivierende empirische und experimentelle Designs Erste-Person-Methodologien und räumen somit dem Merkmal des psychodynamischen Zugangs zum mentalen Leben entsprechenden Raum ein. Die psychoanalytische klinische Behandlungsmethode ermöglicht eine systematische Exploration der subjektiven Erfahrung. Die Psychoanalyse ist die Wissenschaft, die in ihrem Zugang zur Untersuchung mentaler Zustände der ersten Person-Perspektive noch Platz einräumt. Auch wenn die tägliche Erfahrung der behandelnden Person die Täuschungen der Erste-Person-Perspektive in der Übertragung, jenem psychophysischen klinischen Phänomen der Vergangenheit in vivo, beispielhaft aufzeigt. Dem Phänomen, bei dem sich die Erste-Person-Autorität der Patientinnen und Patienten am dramatischsten aufzulösen scheint. Durch das Fortbestehen von Kindheitsmustern im Erwachsenenalter wiederholt sich die Vergangenheit in der Gegenwart. Das wohl anschaulichste Beispiel hierfür ist das Phänomen der Übertragung, in der die behandelnde Person von den eigenen Patientinnen und Patienten als bedeutende Figur aus ihrer Vergangenheit erlebt werden. Auf drei Punkte seid hier hingewiesen. In einer psychoanalytischen Behandlung ereignet sich die Erfahrung einer lebenden Subjektivität in der intersubjektiven Beziehung zwischen Psychoanalytiker, Psychoanalytikerin und Patientin, Patient. Die psychoanalytische Erfahrung ist nicht lediglich eine mentale, sondern eine psychophysische, verkörperte Erfahrung, die es den Patientinnen und Patienten ermöglicht, den Kontakt zwischen dem eigenen mentalen Leben und dem eigenen Körper wiederherzustellen oder zu verfeinern. In der Tat bewirkt diese Erfahrung im Rahmen der festgelegten psychoanalytischen Setting eine Veränderung mittel spezieller Praktiken, die insgesamt als Behandlungstechnik bezeichnet werden. Rolf Zandell, doppelte Perspektive in der Psychotherapieforschung, kann eine Brücke zwischen den weit auseinanderliegenden Standpunkten der erste und der dritte Person Methodologie in der Psychotherapieforschung bilden. Einerseits die klinische Sicht der behandelnden Person, welche sich auf der Basis der eigenen Erfahrung im psychoanalytischen Prozess bildet und woraus die ersten Person-Messinstrumente entstanden sind. Und andererseits den objektivierenden Standpunkt empirischer und experimenteller psychodynamischer Psychotherapieforschung. Mittel des Ansatzes der doppelten Perspektive konnte die psychodynamische Psychotherapieforschung zwei Sichtweisen integrieren. Diese bringen Designstrategien mit sich, die sowohl das Verallgemeinbare als auch das Individuelle berücksichtigen. Sandel beschrieb diesen Zugang folgendermaßen. Doppelte Perspektive in der Forschung bedeutet, zwei Sichtweisen gleichzeitig gegenwärtig zu haben. Die erste fokussiert auf das, was an Allgemeinen zu erwarten ist, was heutzutage in der Ergebnisforschung als Evidenz bezeichnet wird. Es gibt tatsächlich Regelmäßigkeiten. Die zweite Sichtweise erfordert es, die individuellen Unterschiede im Blickfeld zu rücken.
Gegenwärtig wird das Individuelle in der empirischen Forschung aber nicht mehr mittels der klinischen Fallstudienmethode, sondern anhand der daraus entstandenen Erste-Person-Methodologien erfasst und mit Dritte-Person-Methodologien zusammengeführt. An dieser Stelle wird auf zwei relevanten Erste-Person-Methodologien näher eingegangen, um auf ihre Quelle in der klinischen Erfahrung der psychoanalytischen Behandlung hinzuweisen. Diese Methodologien nehmen einen besonderen Stellenwert gegenüber einer Reihe anderer Messinstrumente ein, da sie die subjektive Perspektive der Patientin, des Patienten bzw. der Probandin, des Probanden nicht lediglich in ihren phänomenalen Aspekte, sondern bis zu den grundlegendsten Strukturen erfassen können. Die Ergebnisse der bisherigen traditionsreichen klinischen sowie empirischen und experimentellen psychoanalytischen Forschungen trugen dazu bei, die Grenzen der drei von den Pionierinnen genannten Dimensionen Untersuchungsmethode, Therapie und Theorie des Geistes zunehmend zu erweitern. Im Laufe seiner Forschung an analytischen oder abhängigen oder introjektiven oder selbstkritischen Depressionsformen entwickelte Sid Blatt das projektive psychometrische Instrument Objektbeziehungsinventar, das nach Jahrzehnten Validierungen als valide und reliabel ins Verzeichnis der Messinstrumente der American Psychological Association aufgenommen wurde. Ori erfasste, auf welche Art und Weise die Struktur und der Inhalt mentaler Vorstellung von sich, Selbstvorstellungen und von anderen, Objektvorstellungen, auch affektive, kognitive Schemata in einer durchschnittlichen Persönlichkeitsentwicklung in der Psychopathologie und in der Auswertung therapeutischen Veränderungen beteiligt sind. Das ORI besteht aus einem tiefen, semi-strukturierten ORI-Interview und aus einem ORI-Selbstbericht und ORI-Skala und ermöglicht die Struktur und den Inhalt der Selbst- und Objektvorstellungen sowie die Stufen der therapeutischen Veränderungen auszuwerten. ORI-Skalen ermöglichen auch die Auswertung von Nicht-Ori-Interviews oder von Erzählungen von Erinnerungen und Träumen. Aus Platz der Depressionforschung entstand auch das Depressive Experience Questionnaire und das den Entwicklungsgrad der Dimensionen des Selbst wie Verbundenheit und Selbstgefühl in der Persönlichkeitsentwicklung und in der Psychopathologie auswertet. Erste-Person-Methodologien in der psychodynamischen Psychotherapieforschung zum Beispiel zeigen eine Skala des reflexiven Funktionierens. Peter Fonagys Skala zum reflexiven Funktionieren ist Ausdruck reflexiven und intersubjektiven Mentalisierung als die Fähigkeit, sich selbst und anderen in Bezug auf mentale Zustände wahrzunehmen und zu verstehen. Als Weiterentwicklung der Theory of Mind, wohl bekannt in der Psychologie, führen Fonagy und Kolleginnen und Kollegen an. Das reflexive Funktionieren oder die Mentalisierung ermöglicht es den Kindern, die Gedanken anderer Menschen zu lesen, unter Anführungszeichen. Auf diese Weise wird das Verhalten von Menschen für Kinder sinnvoll und vorhersehbar. Der klinische Ursprung des Begriffs der Mentalisierung klärt sich im Zusammenhang mit den Untersuchungen der Pariser Schule der Psychosomatik in den 1960er Jahren, die grundlegende Denkschwierigkeiten
bei psychosomatischen Patientinnen und Patienten feststellte und die Mentalisierung als eine psychophysische Fähigkeit verstand. Erst die frühe Beziehung des Säuglings mit der Bezugsperson ermöglichte es, über die körperliche Versorgung die mentale Ebene mit der körperlichen zu integrieren. Denken ist nicht dasselbe als das Prädikat ich denke. Die Auswertung des Reflection Functioning Grades zeigt, dass die Verwendung von Begriffen, welche reflektieren oder über etwas denken, meinen, nicht dasselbe ist wie der Prozess des Nachdenkens. Wir sagen gewöhnlich, ich denke, und wir implizieren dabei sehr selten, dass wir tatsächlich über dieses Thema nachgedacht haben. So ist eine einfache Aufzählung von Begriffen, von mentalen Zuständen nicht adäquat für die Operationalisierung des Mentalisierens. Ich werde schon zum Thema der angewandten psychodynamische Forschung und ich werde einfach das aufzählen und eine Folie zeigen. Wir können die religiöse Erfahrung als eine spezifische menschliche Erfahrung von der Methodologie der Wissenschaften untersuchen. Das bedeutet, dass keine Untersuchung des Göttlichen oder des Übernatürlichen stattfindet. Also das bleibt eine wesentlich menschliche Dimension. Ich möchte auf zwei wichtige Personen, also da haben wir schon drei wichtige Analytiker, aber wir kommen kurz zurück. Anna Maria Rizzuto, Lu Andrea Salome und Giulia Kristeva sind drei wichtige Figuren, die von dieser, auf der Grundlage von meiner Forschung. Wir haben dann eine Reihe von forschungsgeleiteten Lektüre, die Maimonides Lectures, als Dialog, also nicht als interreligiösen Dialog, auch wenn die abrahamitischen Religionen alle drei beteiligt sind, sondern als Dialog zwischen Wissenschaften und abrahamitischen Religionen. Und jetzt enden wir mit den Medical Humanities. In der angewandten psychodynamischen Forschung stellen wir Fragen, sozusagen Fragen an die Medizin und an die Methoden aufgrund unserer klinischen Erfahrung und erwarten von den Humanities Inspiration, Einsicht und Aufklärung. Also zum Beispiel über diese subjektiven Theorien von Krankheit und Tod inklusive deren religiösen Aspekten unserer Patientinnen und Patienten. Und so sage ich vielen Dank. Das sind einige Bücher, wo die genannten Instrumenten und Studien so gut, glaube ich, dargestellt werden. Das sind stärker in der Interdisziplinarität entstandene Werke. Und so sage ich vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, herzlichen Dank für den reichhaltigen Vortrag. Ich darf wieder ins Publikum fragen, gibt es kurze Fragen, Anmerkungen?
Wenn nicht, dann darf ich eine Frage stellen, die vielleicht keine kurze Frage ist, aber vielleicht können Sie es einfach nur ein bisschen anreißen. Diese Frage beschäftigt mich seit der Vorbesprechung, die wir hatten. Sie haben in der Vorbesprechung erwähnt, dass die Psychoanalyse eine Frauendomäne ist. Meine Frage eben, warum ist das so und hat das mit den Methodologien der psychodynamischen Forschung und Anwendung auch zu tun? Oder gibt es da andere Faktoren? Also die Frage nach dem Warum ist in der Wissenschaft eine sehr heikle Frage. Wir versuchen bei dem Wie zu bleiben meistens. Ich könnte aber etwas sagen. In der Psychoanalyse vom Anfang an, so 1908 ist die sozusagen das Jahr der Wiener Psychoanalytischen Vereinigung der Gründung. Also wir haben 2800 Jahre gehabt. Gab es eine sozusagen eine Offenheit für alle Menschen, meistens Psychiaterinnen, Psychiater, und also auch für Frauen. In einem Aufsatz von 1910 schreibt Freud, dass eigentlich er konnte oder hat aus den Ergebnissen der Behandlungen hat er gesehen, dass Menschen verschiedenen Ethnien, verschiedenen Konfessionen, verschiedener sexuellen Orientierungen und Geschlechter eigentlich in einer Behandlung gleich sozusagen gearbeitet haben. Also das ist eine starke interaktive Arbeit. Und deshalb gab es keine Grenzen da. Zum Beispiel Coriat, den ich genannt habe, als derjenige, der die erste Studie hat über die Wirksamkeit, war ein Inder. Also da war von, sozusagen, man würde sagen, das ist eine andere Konfession und so weiter. Also es war Platz da. Es war Platz da und die Pioniere, man kann nicht sagen die Pioniere der Psychoanalyse, man muss sagen die Pionierinnen. Also das ist nicht ausschließlich eine weibliche sozusagen Wissenschaft. Es ist eine Wissenschaft, in der Frauen viel Platz gefunden haben. Also sie sind eingestiegen. Also ich habe Lou Andrea Salome, man kann Ruth Mark Brunswick aus Wien, Flora Kraus, eine Reihe, also ich nenne gar nicht Anna Freud und Melanie Klein, die zuerst in Wien, dann Melanie Klein in Berlin und dann zusammen in London zwei verschiedene Ausrichtungen der Kinderanalyse gegründet haben. Also es ist selten, dass jemand sagt, ich bin ein Anna Freudianer, ein Herr, der sagt, oder ich bin ein Kleinianer. Also da waren nicht nur große Forscherinnen, sie waren auch sie hatten auch eine große Leadership auf verschiedene Art und Weise. Weil Sie haben auch gefragt, aber wie soll man sich benehmen? Also man kann sich zwei Psychoanalytikerinnen, Wissenschaftlerinnen und Frauen als wie Anna Freud und Melanie Klein nicht mehr unterschiedlich vorstellen. Sozusagen die berühmten Hüte von Melanie Klein und die sozusagen die Zurückhaltung von Anna Freud. Ich glaube, das ist sehr wichtig und für Melanie Klein hat versucht, das auch zu beschreiben, war die eine sehr gute Beziehung mit einer starken Mutter, Libussa Deutsch, war eine
wichtige Figur. Also ich glaube, dass wenn eine gute Identifizierung mit den schon in dem frühen Upbringing, mit den frühen weibliche Figuren in der Familie, und dann natürlich kommen die Lehrerinnen, die Wissenschaftlerinnen, die wir lieben, auch die Politikerinnen. Also das ist, glaube ich, ein breites Spektrum. Ich glaube, dass da gelingt die Beziehung zu anderen Frauen anders. Ja, also sozusagen, also ich habe leider keine Formel, aber ich, das ist etwas, was ich beobachtet habe, klinisch, aber auch empirisch dann. So, vielen Dank für Ihre Frage. Vielen Dank. Ich freue mich jetzt, Andrea Bartha vorstellen zu können. Andrea Bartha ist Universitätsprofessorin für Biochemie und molekulare Biologie an der Medizinischen Universität Wien und wirkliches Mitglied der ÖAW seit 2008. Frau Professor Bartha hat an der Universität Wien auch Biochemie studiert und später dort habilitiert, war zwischenzeitlich an der Medical School of the University of California, San Francisco in Santa Cruz tätig. Sie ist stellvertretende Vorsitzende des Senats der Christian-Doppler-Forschungsgesellschaft. Sie wurde unter anderem mit dem Goldenen Ehrenzeichen für Verdienste um das Land Wien und mit dem RNA Society Service Award ausgezeichnet. Andrea Barthas Forschungsfokus liegt auf der Struktur und der Funktion von RNA-Proteinkomplexen und im Speziellen auch dem Splicen von mRNA. Und ich freue mich sehr auf den Forschungseinblick, die zentrale Rolle der RNA für das Leben. Ja, guten Tag oder guten Nachmittag alle. Ich werde mich bemühen, Ihnen in der kurzen Zeit die zentrale Rolle der RNA für das Leben im Allgemeinen und auch für meine bestimmte wissenschaftliche Forschung nahezubringen. Ich habe mir gedacht, ich mache das dreiteilig, ich mache einen Schnelldurchgang, was ist RNA, was ist DNA, so Schulbildung, ich weiß, das weiß zwar jeder, aber es ist ganz gut, wenn man das wieder in Erinnerung hat, und gehe dann auf meine Forschung ein und dann auf die Bedeutung der RNA generell für das Leben. Was ist RNA und wo wird sie hergestellt? Hier haben wir eine Zelle, da ist der Zellkern und das Zytoplasma, das weiß man. Wie kann man das anschauen? Es gibt das Lichtmikroskop, da sieht man also hier die Zellen einer Haut, aber um genau in die Zelle reinzuschauen, braucht man ein Elektronenmikroskop, und da sieht man hier wieder den Kern. Und was ist im Kern drinnen? Das wissen wir, das sind die Chromosomen und das sogenannte Genom. Wie kann man sich ein Genom vorstellen? Das Genom enthält also die gesamte Information der Zelle für was die Zelle also ausmacht. Man kann sich das als Buch vorstellen, und hier haben Sie das Chromosomenbild. Wir wissen ja, das ist im Kern, und das Chromosom besteht also aus DNA und aus Proteinen. Gene, die liegen auf den Chromosomen, und man kann sich also das vorstellen, dass also die Gene sind sozusagen die Geschichten, die das Chromosom erzählt, und jede Geschichte enthält also, jedes Gen enthält also die Information für ein oder mehrere Genprodukte. Die DNA, Sie sehen hier die berühmte Doppelhelix, die besteht eben aus den vier Basen, Adenin, Thymin, Cytosin und Guanin. Das sind diese Brücken, die hier sind. Und diese Abfolge der Basen bestimmen also die Information in einem Gen. Und ich habe das hier noch einmal aufgezeichnet, um zu sagen, dass immer ein C mit einem G interagiert, ein A mit einem T. Und das ist nämlich die Grundlage der Vererbung, weil immer nur die miteinander Basen paaren können. Warum ist das wichtig? Sie haben also hier die DNA,
Und wenn die DNA vervielfältigt wird, das heißt Replikation, also wenn aus einem Strang zwei entstehen, sind immer diese komplementären Stränge, werden die gemacht und es entstehen zum Schluss eben zwei identische Stränge. Und für den Bauplan des Organismus dann gibt es die Transkription, da wird also das eine Gen umgeschrieben in RNA, da liegt also die Information jetzt in der RNA vor und die RNA translatiert dann das in das Protein oder die Aminosäuren. Was ist also jetzt der Unterschied zwischen DNA und RNA? Die DNA liegt immer als Doppelhelix vor. Sie hat die vier Basen, die wir schon gehabt haben, Thymin, Cytosin, Guanin und Adenin. Uracil ist die gleiche Blase wie Thymin, nur hat das Thymin hier eine CH3-Gruppe mehr. Das macht das Ganze stabiler, also die DNA ist weitaus stabiler als die RNA. Und der zweite Unterschied ist hier eine OH-Gruppe an der Ribose. Die RNA hat die Ribose und die DNA hat die Deoxyribose. Das bewirkt, dass die DNA einfach viel stabiler ist als die RNA. Jetzt kommen wir also zur Translation. Die Proteine werden also am Ribosom synthetisiert. Die Information kommt aus der DNA, die wird also durch die Komplementarität auf die RNA übertragen und die RNA wird dann abgelesen, translatiert in das Protein und das Ganze basiert auf einem großen Komplex, den sogenannten Ribosom, der aus zwei Untereinheiten besteht und diese Untereinheiten bestehen aus RNA und aus Proteinen. Und die tRNA verbindet sozusagen den genetischen Code mit der Aminosäure. Sie haben also hier auf der Messenger-RNA den genetischen Code vorliegen. Jede tRNA hat ein Antikodon, das komplementär ist und das für eine bestimmte Aminosäure kodiert. Und dadurch kann am Ribosom aus einer Sequenz, die aus der DNA kommt, dann in die Messenger-RNA übersetzt wird, Proteine synthetisiert werden. Sie wissen ja, der Dreiercode kodiert also für eine bestimmte Aminosäure. Das wird am Ribosom synthetisiert. Also das Ribosom katalysiert sozusagen die Peptidsynthese, also die Proteinsynthese. Hier sieht man, wie das passiert. Die Aminosäure ist auf der tRNA und zwei tRNAs nebeneinander kann dann am Ribosom die Peptidsynthese erfolgen durch einen nukleophilen Angriff hier auf die Carboxygruppe und da entsteht also die wachsende Peptidkette, das hier passiert alles am Ribosom, also die zwei tRNAs mit den Aminosäuren entsprechend dem Codon sind da und dann entsteht eben die Peptidkette. Und die Frage, die gestellt hat, wer katalysiert diese Reaktion? Und das war eben ein Thema, das in meiner Dissertation angegangen wurde, welches Protein des Ribosoms katalysiert die Peptidsynthese? Die Fragestellung war deshalb, welches Protein und nicht auch welche RNA. Das Ribosom besteht also nicht nur aus zwei Untereinheiten, sondern die Untereinheiten bestehen eben aus RNA und aus hier 34 Proteinen und die kleine Untereinheit 21 Proteine. Und die These war eben, dass diese Proteine diese Peptidsynthese katalysiert. Und was wir eben gemacht haben, wir haben einen Fotocrosslink gehabt und haben die tRNA zum Ribosom gecrosslinkt und wir haben nur einen Crosslink ausschließlich zur 23S-RNA
bekommen. Das heißt, das Peptidyltransferasezentrum nur aus RNA besteht und dass sozusagen die Katalyse der Peptidsynthese auf RNA wirkt. Das war damals eine sehr umstrittene These, aber hat sich dann, wir haben also dann weiter die Bindungsstellen dieser tRNA auf der ribosomalen RNA identifiziert und haben sozusagen die These aufgestellt, dass eigentlich die RNA katalytisch wird. Das war zu der Zeit nicht wirklich angesehen, aber hat sich dann letztendlich als richtig herausgestellt, wie dann 2000 die Struktur herausgekommen ist, war klar, dass das Zentrum der Peptidyltransferase ausschließlich aus RNA besteht und dass also die RNA diese Peptidsynthese katalysiert. 2000 war das dann schon nicht mehr so, wie das dann wirklich bewiesen worden sind, war das inzwischen schon klar, dass die RNA sehr viel Aktivität gezeigt hat und dass das nicht mehr so ein besonderes Ergebnis war, weil es war dann klar, dass die RNA viele Aktivitäten, katalytische Aktivitäten haben kommt. Was weiter dann war, dass wir dann, dass ich dann auf Postdoc gegangen bin und mich ein bisschen vom Ribosom entfernt habe und auf die Transkription, also die Umschreibung der Gen-DNA in RNA. Und was man da festgestellt hat, wenn das umgeschrieben wird, liegen sehr diese roten Felder, sind alles Sachen, die eigentlich für das Protein nicht gebraucht werden und die herausgespleist werden müssen. Spleißen muss das rausgesplissen werden und dann erst kann die Messenger-RNA dazu verwendet werden, um eine Translation zu machen. Und wir haben das anhand des humanen Wachstumshormon-Gen untersucht, das hier eine alternative Spleißstelle auch hat. Und wir haben also uns dann mit dem Spleißen weiter beschäftigt, vor allem dann, wie wir das Wachstumshormon-Gen in Pflanzen eingebracht haben und dann gesehen haben, dass die Pflanzen das nicht spleißen können, haben wir uns auf das Spleißen in Pflanzen konzentriert. Was heißt das Spleißen? Wird hergestellt in einem großen Partikel, 200 Proteine, 5 kleine RNAs, das heißt das Spleißosom, und da werden also die Introns herausgespleißt. Und das ist sehr konserviert in vielen Organismen wie Hefe, Würmer, Pflanzen und Tiere. Und wir haben dann weitergearbeitet an dem alternativen Spleißen, also dass die Exons sind die Sequenzen, die dann für das Protein kodieren und die Introns müssen herausgespleißt werden. Und das kann also alternativ erfolgen, entweder man nimmt die Exons zusammen, 1 und 2, oder man nimmt das 3er noch da mit und damit entstehen verschiedene RNAs. Und wir haben an der weiterhin dann an den vielen Proteinen gearbeitet, die also wichtig sind für dieses Spleißen. Zum Beispiel nur durch alternatives Spleißen kann zum Beispiel ein Protein membrangebunden sein oder nicht und dann entweder die Apoptose, wie hier an dem Fass Pre-Messenger-RNA, entweder fördern oder verhindern. Also alternatives Spleißen ist sehr wichtig. Es sind beim Menschen 90% der Gene alternativ gespleist und 50% der Krankheiten entsteht eigentlich durch derangiertes alternatives Spleißen.
Die RNA ist ein zentrales Molekül und kann eben nicht nur gespleist werden und hier in ein Protein umgesetzt werden, sondern es existieren also viele kleine verschiedene andere RNAs, die extrem wichtig sind für die Zelle. Und die RNA kann relativ viel. Sie sehen, sie wird also von der DNA hier umgeschrieben, kann aber durch ihre Flexibilität sehr viele Aktivitäten ausführen. Und dadurch hat sich die sogenannte RNA-Welthypothese gebildet, die besagt, dass die Zelle oder entstanden ist, dass die RNA das erste biologische Molekül war, das auch selbst replizierend sich weiter vererbt haben könnte. Das ist die sogenannte RNA-Welttheorie. Und was spricht da dafür? Also die RNA kann auch genetische Informationen speichern wie die DNA. Sie kann viele chemische Reaktionen katalysieren, wie zum Beispiel, wie wir gezeigt haben, die Proteinsynthese, aber auch Spleißen und verschiedene andere Dinge. Und auch in der, heutzutage wird in der Zelle zuerst die RNA hergestellt und aus der RNA erst die DNA synthetisiert, also auch dieser Vorgang spricht dafür. Und sehr viele Enzyme, die also Reaktionen katalysieren, haben in ihrem aktiven Zentrum noch RNA-Bausteine, was auch darauf hindeutet, dass das sozusagen das Ursprungsmolekül war. Und heute, das ist die letzte Folie, die ribosomale RNA könnte ursprünglich ein selbstreplizierendes Molekül eben gewesen sein. Und hier haben wir schon die letzte Folie, das ist die Entwicklung der Organismen. Wie Sie sehen, hat alles vor ungefähr 3,5 Milliarden Jahren die unicellulare Welt stattgefunden, dann war sie lang einzellulär und dann kam die kambrische Explosion, wo die Mehrzeller entstanden sind. Aber auf der präbiotischen Ebene, wie nimmt man an, wie das Leben entstanden ist, da hat es viele chemische Moleküle gegeben. Man nimmt an, dass die RNA das erste Molekül war, das sich selbst replizieren konnte und dadurch auch die Vererbung stattgefunden hat. Und dann ging es also weiter in die Diversifikation, also das ist hier anzusiedeln in der unicellularen Welt. Und damit will ich auch schon Schluss machen und mich herzlich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Vielen herzlichen Dank für den tollen Einblick. Ich habe eine Frage gleich. Ja, bitte. Die ist ziemlich sehr kurz. Ich frage mich, wie lange so ein Spleißvorgang typischerweise dauert und ob man den in Echtzeit tatsächlich beobachten kann. Ja, den kann man in Echtzeit beobachten. Mhm. Das geht in Zehntelsekunden oder so. Ja, das kann man schon. Man kann also die Zwischenprodukte des Spleißvorganges sehr gut isolieren. Mhm. Und toll. Aber es muss dann letztendlich doch schnell gehen, weil die Zelle ja dann weitermachen will. Diese Messenger-RNA, wo dann das Protein synthetisiert wird, das muss dann in gewisser Menge natürlich vorliegen. Mhm. Aber es gibt natürlich viele Probleme, wenn der Spleißvorgang unterbrochen wird. Und der Spleißvorgang zum Beispiel bei Pflanzen, worauf wir also dann letztendlich auch arbeiten, das wird sehr stark beeinflusst von äußeren Stress, zum Beispiel von Lichtstress oder von Temperaturstress. Und das ist sozusagen die erste Zellantwort auf solche Stresssituationen und reguliert sozusagen den Level, wie eine Zelle sich gegen Stress wehren kann. Mhm. Danke. Eine Frage, eine kurze Frage würde ich noch zulassen aus dem Publikum, weil wir schon ein bisschen über der Zeit sind. Gibt es noch eine? Hier in der
Ah, okay, die habe ich nicht gesehen. Entschuldigung, das ist vielleicht eine sehr blöde Frage, aber wo in dem System kann man die Corona-Entwicklung einordnen oder ist das völlig daneben? Die Impfung? Die Impfung, ja, das wollte ich eigentlich erwähnen, aber ich habe gewusst, dass ich in der Zeit etwas knapp bin. Also die Corona-Impfung entsteht, jetzt ist das schon weg, auf der Ebene der Messenger-RNA. Ja? Also wenn die Messenger-RNA ans Ribosom gebunden wird und dann das Protein entstehen soll. Was bei der Corona-Impfung passiert, ist... ist folgendes, dass die Messenger-RNA gespritzt wird, ja? Und die geht ans Ribosom hier und die synthetisiert dann das Protein, gegen das der Körper dann einen Antikörper machen soll. Aber die RNA verschwindet dann, das heißt nach der Impfung, wenn sie dann das Protein synthetisiert haben und dann werden eben die Antikörper gebildet, bleibt nichts davon über, nur eben die Antikörper. Und diese Messenger-RNA-Impfungen sind, also ist ein neues Feld, wie Sie wissen, und sind aber sehr effizient und offensichtlich sehr effektiv. Man hat ja am Anfang gar nicht gewusst, wie gut das reagiert. Sie müssen sozusagen dreimal geimpft werden, bis sie eine gute Impfantwort haben, aber dann ist das, dann geht das sehr gut. Und man kann es vor allem sehr schnell entwickeln. Diese Messenger-RNAs gehen ja in ein paar Wochen können sie die sozusagen entwickeln und verimpfen. Deswegen war das auch sensationell, wie eben jetzt bei Corona innerhalb eines Jahres diese Impfung entstanden ist. Das ist dieser neuen Technologie zu verdanken. Es gibt zwar noch Fragen im Publikum, aber ich möchte Sie bitte einladen, die Fragen mitzunehmen zum Empfang, weil wir im Sinne der Zeit gerne weitermachen möchten. Ich möchte das Wort übergeben nochmal an Katharina Wiedlack. Ja, mir bleibt es eigentlich nur noch, mich nochmal ganz herzlich bei allen vier Spitzenforscherinnen, die hier am Podium sitzen, zu bedanken und nochmal auch Danke dafür zu sagen, dass Sie Ihre wirklich reichhaltigen, innovativen Forschungsfelder in 12 Minuten gepackt haben. Das ist nämlich auch eine Leistung und ich hoffe wirklich, dass das Publikum jetzt animiert ist, auch bei Brötchen und einem Drink nochmal auf unsere Forscherinnen zuzugehen und sie nochmal zu löchern mit Fragen. Ja, vielen Dank auch an das Publikum fürs Mitdenken und dabei sein. Ich darf jetzt zum Schluss nochmal die Präsidentin der philosophisch-historischen Klasse der ÖRW bitten, Christiane Wendehorst, um noch ein paar Schlussworte zu sprechen. Ja, ganz herzlichen Dank. Auch ich möchte natürlich Danke sagen. Danke für die unglaublich spannenden Einblicke in die Forschungswerkstatt, die wir hier bekommen durften. Danke an Herrn Kutschera für das Porträt, was wir hier gesehen haben. Aber vor allem natürlich Dank an Sie beide, die das organisiert haben, Frau Schulze-Bernhardt, Frau Wiedlack. Es ist unglaublich viel Arbeit hier hineingeflossen. Wir haben sehr, sehr früh angefangen, das zu organisieren. Sie haben das alles gestemmt. Es war eine großartige Veranstaltung. Ganz herzlichen Dank und ich glaube, Sie haben sich einen großen Applaus verdient auch. Diese Veranstaltung ist ja institutionalisiert, aber es gibt auch natürlich Kolleginnen, die das ursprünglich initiiert haben und da würden wir uns auch sehr, sehr herzlich bedanken bei den weiblichen Mitgliedern. Ich sehe sie jetzt momentan, ja, Brigitte Mazzol und auch Verena Winivater, die hier sehr, sehr viel Vorbereitungsarbeit in den vergangenen Jahren schon geleistet haben und so viele im Hintergrund. Ich kann sie gar nicht alle aufzählen, aber
so viele Menschen hier an der Akademie haben mitgeholfen, dass das heute möglich ist. Und dafür wollen wir Danke sagen. Es ist natürlich ein Tag, an dem man immer reflektiert, und auch wir haben heute schon reflektiert und diskutiert, wo stehen wir eigentlich? Wir haben zum ersten Mal ein Präsidium, das zu 50% weiblich besetzt ist, aber das ist natürlich nichts, worauf man sich ausruhen kann. Man muss natürlich schauen, was ist erreicht, was kann man noch erreichen. Natürlich hatte dieses Präsidium, hat die ÖAW die vielen guten Programme, die schon existierten, weitergeführt. Wir haben ein Mentoring-Programm für junge Forscherinnen. Wir haben zum Beispiel das VWA MINT, die VWA MINT-Preise, wo wir schon ganz junge Menschen, ganz junge Schülerinnen Lust machen wollen, hier auf die MINT-Fächer auch ein MINT-Fach vielleicht zu studieren. Wir haben dann schon für etwas ältere Forscherinnen in den MINT-Fächern die L'Oréal-Preise, die wir gemeinsam mit der L'Oréal-Stiftung und der UNESCO-Kommission Österreich hier verleihen. Wir haben auch als Präsidium gleich, als wir begonnen haben, verschiedene Maßnahmen gesetzt, wie etwa familienfreundliche Sitzungsformate, familienfreundliche Sitzungszeiten, eine Stärkung des Weiterbildungsprogramms und so weiter. Aber das ist natürlich nichts, wo man stehen bleiben kann, das ist uns bewusst. Wir haben begonnen mit einer Umfrage im letzten Jahr, wo drückt der Schuh sozusagen, was können wir als Akademie, was können wir als Präsidium hier noch tun, um weiter zu schreiten. Die Umfrage hat sehr interessante Einblicke uns gegeben. Ganz herzlichen Dank nochmal an den AKG für die Auswertung. Wir werden uns jetzt zusammensetzen, jetzt noch in diesem Monat, und auch gemeinsam überlegen, wie man den Frauenförder- und Gleichstellungsplan weiterentwickeln kann. Es ist uns bewusst, dass hier noch, wir haben viel erreicht, aber es ist immer noch ein gewisser Weg, den man gehen muss. Man kann sich auf dem Erreichten nicht ausruhen, und dafür stehen wir und dafür werden wir uns einsetzen. Jetzt aber will ich nicht mehr diejenige sein, die zwischen Ihnen und dem Buffet unten steht. Ich darf nur noch ganz kurz daran erinnern, wir haben unten auch so eine Toninstallation. Herzlichen Dank an das Phonogrammarchiv. Sie können da Berta Karlik nochmal im Originalton auch hören. Und Sie können Berta Karlik natürlich auch an den Stelen, die Sie wahrscheinlich schon kennen, an diesen Glasstelen, auch noch einmal sehen, ein Bild von ihr sehen. In diesem Sinne darf ich Ihnen und uns allen noch gute Gespräche wünschen. Ich hoffe, alle Fragen, die offen geblieben sind, ich hätte auch noch so einige, können wir jetzt gemeinsam unten hier noch klären. Einen wunderschönen Abend nochmal. Sehr herzlichen Dank und bis bald.